Hallo HSV-Fans, Helm-Peter möchte sich nochmal mit einem Appell an die Spieler richten. Ihr wisst ja, die gucken meine Videos auch. Und da will ich jetzt mal von vorne dann richten. So Jungs, ich möchte euch sehen, wenn ihr auflauft im Volkspark mit 11 breite Brüste, ungefähr wie King Kong. So muss das sein. Also guckt nur nach vorne, das ist euer Wohnzimmer und so muss das laufen. Angst lasst ihr in der Kabine, braucht ihr auch nicht haben. St. Pauli oder St. Pippi kocht auch nur mit Wasser. Das wissen wir ja auch. Und nach 5 Siege, der müsste solche Brust haben. Wie gesagt, wie King Kong. Ne? Kennt ihr ja King Kong. Da. So, das will ich haben. Selbstvertrauen müsst ihr haben ohne Ende. Ihr wollt doch durch nicht den Lauf, den guten Lauf, den ihr habt. 5 Spiele, 5 Siege, 15 Punkte. Das hat es noch nie gegeben beim HSV. Das wollt ihr doch nicht in Frage stellen oder versauen lassen von seinem Baby. Das geht gar nicht. So, Jungs, alles Gute hier nochmal. Haut rein. Und dann muss ich noch mal eins sagen. Ihr habt den Hexer im Namen von Simon Terodde. Den hat Pauli natürlich nicht. Und die anderen Leute auch nicht. Also ihr seid ja, wenn ich den Spieler durchsehe, seid ihr auch sicher klar die bessere Mannschaft. Das drückt ja schon das Tabellenbild aus. Lasst euch doch nicht verrückt machen von den beiden Niederlagen zuletzt. Ihr gewinnt das Ding oder das ist gut. Ja gut, dann noch was. Und dann natürlich, das ist unser Wohnzimmer. Nicht, das will ich auch nochmal. Das geht gar nicht, dass St. Pauli da nochmal gewinnt. Also, ich bin total euphorisch langsam, auch ohne Zuschauer oder mit Zuschauer, das interessiert mich nicht. Das Derby ist ein Derby und das muss der HSV gewinnen. Das sind meine Worte und nichts anderes. Ja gut, dann natürlich haben wir dann noch eins. Ich sag das nochmal, rauf auf den Platz, Arsch zusammenkneifen, Respekt ja, aber Angst gibt es nicht. Ein Hamburger hat keine Angst, das wisst ihr ja auch. So, das sind meine letzten Worte wohl nicht, aber das sind meine Worte vor dem Derby und das andere müsst ihr richten und das schafft ihr auch und nichts anderes. Ergebnis ist mir egal, ich habe 3-1 getippt, aber das ist mir vollkommen egal. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn die Truppe so anknüpft wie gegen Würzburg, zweite Halbzeit. Der kann gar nicht schief gehen. So, Jungs, ich wünsche euch nochmal alles Gute. Das Trainerteam natürlich auch. Unser Merwin, unser Daniel und unser Sebastian, alle dabei. Ich muss schon sagen, haut rein, ist Tango, Jungs. Und dann geht das los und morgen um 6:30. So will ich alles, alle hören. Breite Brust und dann rauf auf den Platz. Und dann haut ihr sie weg. Und dann ist Schluss, Feierabend und 3 Punkte im Sack. Und dann können wir ganz gemütlich in die Länderspielpause gehen und gucken von oben runter. Alles klar, nur der HSV. Tschüssi. Helm-Peter, gib jetzt Gas. Jetzt ist der Hörsturz wieder einigermaßen in die Gänge. Tschüssi, nur der HSV. Beherzigt das, Jungs. Alles gut. Tschüssi.